Wie bereits in den letzten Jahren fand auch heuer wieder am ersten Wochenende im September das internationale Aleiko Günter Stapfer Gedächtnisturnier statt, und zwar zum 17. Mal. 143 Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 29 Jahren aus 7 europäischen Nationen maßen sich im Alois Sauerlachner Gewichtheberzentrum an der Hantel. Der oberösterreichische Gewichthebernachwuchs hat damit die Gelegenheit, sich unter der Beobachtung des oberösterreichischen Sportwarts mit internationalen Gegnern zu messen. Im Bereich des Nachwuchses in Oberösterreich läuft es eigentlich relativ sehr gut. Es ist natürlich nach oben sehr immer keine Grenzen gesetzt. Wir haben vom 8 Jahre weg bis zu den 20-Jährigen einen sehr starken Nachwuchs. Also ich bin sozusagen sehr zufrieden mit der Nachwuchsarbeit bei sämtlichen Vereinen. Ich hoffe, dass das so weitergeht und auch noch mehr ansteigt. Das Kraftsport-Event in Ranshofen gehört zu den größten Sportveranstaltungen in Braunau. Ja, in Braunau hat der Gewichtheberverein natürlich einen großen Stellenwert. Erstens mal engagiert er sich sehr für die Jugend, für Nachwuchs. Man sieht es jetzt, das 17. Günter Stapfer Gedächtnisturnier bereits. 143 Starter aus 7 Nationen. Eine hervorragende Veranstaltung. Ist natürlich auch verbunden mit viel Aufwand. Und dass man den Aufwand betreiben kann, braucht man natürlich einen großen Verein, die Mitglieder dazu, die auch engagiert sind, die fleißig mitarbeiten bei solchen Veranstaltungen. Ansonsten wäre es nicht möglich, in Braunau solche Veranstaltungen überhaupt durchzuführen. Und dafür ist auch seitens der Stadtgemeinde Braunau immer wieder natürlich ein großes Plus für solche Vereine wie der WSV ATSV Ranshofen, dass man auch immer wieder sagt, naja, Geld haben wir keins mehr, aber die gewisse Unterstützung muss einfach daher, weil ansonsten internationaler Ebene ist eben ohne finanziellen Mittel nichts mehr möglich. Am ersten Tag brachten 28 Mädchen vor der internationalen und olympiaerfahrenen Jury beachtliche Gewichte zur Hochstrecke. Und auch 42 Burschen bis zum Jahrgang 1997 zeigten ihr Können an der Hand. Am zweiten Veranstaltungstag sorgten die Kraftsportler ab Jahrgang 1996 bis 1990 für Faszination bei den Zuschauern. Ja, das Interessante ist natürlich das. Erstens einmal die Gewichte, die in Sekundenbruchteilen umgesetzt und gestemmt werden. Und alleine die Konzentration, die ist fantastisch, wenn man die Sportler genau beobachtet, wie die Konzentration ist bis zur Umsetzung und bis zum Stemmen des Gewichtes.
Die Rekorde fielen im Laufe der beiden Veranstaltungstage im Reißen. David Fischer schaffte 51 Kilogramm. Simon Strasser vom Union Lochen brachte 107 Kilogramm über den Kopf. Stefan Sicker vom AKH Füsendorf legte mit 130 Kilogramm bei einem Körpergewicht von 79,5 Kilogramm die Rekordlatte höher. Der Braunauer Florian Reisecker schaffte die Rekordleistung von 113 Kilogramm in seiner Gewichtsklasse. Freude und Enttäuschung über die eigenen Leistungen zeigen auch die starken Mädchen und Jungs. So mancher geht auch über seine Grenzen hinaus. Die Leistungen, welche beim 17. Internationalen Aleiko Günter Stapfer Gedächtnisturnier in jeder Hinsicht gezeigt wurden, weiß man auch beim österreichischen Gewichtheberverband zu schätzen. Es war wieder einmal ein unheimlich tolles Event. Es war eine fantastische Vorstellung von Athleten aus verschiedenen Nationen. Es war ein traumhaft gut besuchte Veranstaltung hier in Ranshofen. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass hier in Oberösterreich fantastische Events stattfinden. Die Leistungen der Jugend sind vielversprechend. Und ich bin neugierig, was da in den nächsten Jahren daraus erwächst und ob wir die auf der internationalen Bühne dann auch im Junioren, respektive in der allgemeinen Klasse sehen werden. Und ich bin ganz sicher, da kommen tolle Leistungen zustande. Dieses Turnier ist also wirklich ein Nachwuchsturnier erster Güte. Und wenn man die Teilnehmerzahl anschaut, ist es nahezu ident mit jener, die die U17-Weltmeisterschaft gehabt hat heuer. Also es ist das sehr toll. Nach einer Flaute, die wir gehabt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich feststellen und mir erfreut feststellen, dass es wieder aufwärts geht und nicht nur unsere Jugend, sondern auch die Jugend der umgrenzenden Länder, wie wir heute gesehen haben, es waren 7 Nationen am Start, wobei sich da sicherlich der eine an einem anderen orientiert und aufbaut. Man sieht die Leistungen aus Ungarn, man sieht aus Tschechien, aus Deutschland und umgekehrt. Jene Athleten sehen unsere heranwachsen und der Konkurrenzkampf, daraus kann nur ein guter Athlet der Zukunft werden.